Ich habe jetzt auch einen Supporter Creator Code, FloderFlo, einfach eingeben und jeder, der mir davon ein Bild auf Instagram schickt, wird in der Story markiert auf Ehrenbruderbasis. Viel Spaß beim Video. Boom, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir sind back am Start mit Sunny, Leute. Es dauert wieder mal ein bisschen länger, ja, aber es sind so viele Sachen, auf die ich irgendwie meine Augen werfe gerade, ja. Und es ist so viel los gerade, ich komme nicht hinterher mit den geregelten Upload-Sachen. Aber ich versuche es trotzdem für euch regelmäßig irgendwie zu bringen, ein bis zweimal die Woche. Und wir sind heute am Start mit Worry W, würde ich sagen, Sakone, Worry W, Sakone, 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 Worry Sakone, Worry Sakone sagt mir irgendwas. Worry Sakone, Freunde, lassen wir uns mal nicht lumpen hier und werden mal Worry Sakone, Worry Sakone, kennt man den, kennt man? Russische Edition, Worry Sakone, Diebe im Gesetz. Diebe im Gesetz, Rory the Cone. Okay, Leute, wir kommen hier nicht zu irgendeiner Antwort. Keine Ahnung, wer fucking Rory the Cone ist, aber auf jeden Fall ein Ehrenmann an dieser Stelle. Wir geben uns den Track jetzt, Leute. Danach haben wir als nächstes Zlatan Ibrahimovic, Alter. Den Track kenne ich, glaube ich, schon. Bin mir nicht ganz sicher, machen wir trotzdem eine Reaction drauf, Friends. Und ja, let's go, Alter. Wir haben uns ja gestern von Julian den Track angehört. Lustigerweise wurde der Dima gedisst. Ob da noch irgendwas kommt? Ich hoffe es. Also von Seiten Dima jetzt. Aber ich denke nicht, dass er sich auf, in seinen Augen, den kleinen Fisch Julian mittlerweile runterlassen möchte irgendwie. Schade drum. Das ist eine ganz bekannte Melodie, oder nicht? Doch, Mann. Sag Salam zu Dragunov, sag Salam zu Makarov, sag Salam zu Kalaschnikow, Mafia-Bosse zerballern dein Panda-Kopf. Bikini Bottom Bratwa, wir kontrollieren die Blocks und die Straßen, gehen nie vor Police in die Knie und durchsieben sie wie Cops in Moskwa mit den Shots der AK. Boah, diese Doubles, Alter, ich liebe die Doubles auf dem Album komplett. Die Doubles sind wirklich crazy gut hier drauf, finde ich. Und auch die Anfänge, so diese kleinen Melodien, die am Anfang immer kommen. Wo man dann vielleicht kurz auch einfach nur ein bisschen den Beat lauschen kann, sich das langsam aufbaut. Also die Anfänge und die Doubles sind echt krass gut auf dem Album. In die Knie und durch sieben sie wie Cops in Moskwa mit den Shots der AK. Prosperität, Gott ist Gesetz. Klapp die Sportsitze weg, komm mit Worte und mord deine Dorfklicke weg. Стволы заряжаем 9 миллиметров. Deswegen eben das mit diesem Russisch. Hier hat er eine russische Hook. Beziehungsweise einen russischen Part ganz vielleicht sogar gekickt. Ey, das finde ich cool. Sly hatte ja auch schon öfter mal irgendwie ein paar Tracks, wo sie auf Russisch gerappt hat. Einen sogar auf Deutsch, Russisch und Englisch, alle drei auf einem Track. Was ich echt schön fand. Auch wenn ich absolut kein Wort verstehe, ist es einfach cool, so eine Abwechslung zu hören. Sitze weg, komm mit Worte und mord deine Dorfklicke weg. Стволы заряжаем 9 миллиметров. Stress hat sie 9 миллиметров. Jetzt kriegen Rapper von Gangmitgliedern Headshots. Sie wird dort im Gefängnis auf Sitz, wir Wende und ich. Billy, Lebit, Koks, weißer Schwan als Gedenken an dich. Meine. Boah, ich finde das Russisch cool im Track. Ich finde das Russisch echt cool. Ich finde auch, Russisch hört sich geil an, wenn man rappt irgendwie. Ich weiß nicht, Russisch ist an sich, finde ich, nicht so eine geile Sprache. Hört sich nicht so fresh an. Aber wenn man irgendwie jemanden beleidigt oder auf Russisch rappt, was meistens mit einhergeht, ist es echt stark, finde ich. Also dann hört sich das Russisch einfach geil an, ich weiß nicht, was es ist. Meine Brüder sind Drugclots, verüben für Lügen den Knastmord. Wir tragen Sterne bis in den Tod, gucken den jüdischen Passport. Sterne-Tattoos, mach mit Wert dann kein Plus, ich zerberste Crews, doch mein Herz ist gut. Ich verlernte nie Ernst und Mut, schwer ist der Schmerz, mein Druck, auf meiner Fährte Blut. Ja, Mann. Erste Mal Weed, Mama, erste Mal Kokain, Mama. Du weißt, wen du liebst, aber verzeih mir, dein Sohn ist ein Dieb, Mama. Boah, starke Zeile, Alter, starke Zeile. Du weißt, wen du liebst, doch verzeih mir, dein Sohn ist ein Dieb, Mama. Boah. Schön, Alter, schönes Feeling. Das Album ist bis jetzt echt so eine Mischung aus einem Gangsterfilm
und so einer Biografie von Sunny irgendwie so zusammengemischt. Wisst ihr, was ich meine? So vom Feeling her und auch, es hat sehr, sehr viele amerikanische Vibes, finde ich. Und auch so ein bisschen, ich denke bei den Tracks immer so ein bisschen an die GTA San Andreas Zeit, wo, keine Ahnung, so ein paar Tracks davon könnten gut im Radio liefen. Ich weiß nicht, wer von euch GTA San Andreas gezockt hat, aber ich hoffe jeder. Ich habe immer das Radio angemacht, bin einfach rumgefahren, keine Ahnung. Und das ist so, da sind so viele Tracks, die da einfach so hätten laufen können, finde ich. Also klar, ein bisschen zu neumodisch jetzt noch mit dem Beat, so bla, dem Autotune, aber vom Feeling her halt. Mama Prosti, dein Sohn bleibt die, bis in die Color Schnee durch sie. Fuck la Police, ich frag mich, gibt es auch ein Paradies für dich? Liebe im Gesetz, heute verdiene ich mit Rap, trotzdem deale ich die Packs. Wolle auf Sakonje, Diebe im Gesetz, aus Prinzip bin ich Verbrecher, ich durchsieb dich mit der Tag. Seit den Duren am Schnee. Mächtig auch wieder, wie der Beat hier reinkickt, Alter. Muss man sagen, Digital Drama hat einfach hier, hat ein Meisterwerk wieder geliefert, auf dem ganzen Album einfach, boah, ist heavy. Ist heavy, aber ist geil, Alter. Ist geil. Die Tracks hören sich alle, ich will nicht sagen gleich, aber man merkt auf jeden Fall, dass überall mit Digital Drama gearbeitet worden ist. Dass das Album so diesen Stil eben haben soll, so ein bisschen Gangsterfilm, ein bisschen, aber auch was Persönliches. Und auch diesen Konflikt zwischen Sunny und Okay, ich werd ein bisschen zu philosophisch, Leute. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese zwei Seiten, Sunny und SpongeBob, spiegeln sich hier beide gut wider, Mann. Ziehen, hinterlass weiße Spuren wie ein Yeti. Doch eins hab ich draußen gelernt. Deutsche Rapper sind fucking Idioti. Wir bumsen dich, Hund auf der Straße, ich fick Rap. Niemand nennt meine Mutter beim Namen in Diss-Tracks. War das an jemanden angelehnt? Oder einfach nur eine Warnung? Wann kam das raus? Zu welcher Zeit war das? Ah, das wurde, ja, okay, es wurde scheiß hochgeladen. War das eine Warnung? Oder war das eine Ansage an jemanden, der das gemacht hat? Es war eher eine Warnung, glaube ich, ne? Nenn meine Mutter beim Namen in Diss-Tracks. Mafia Movie, Kawasaki Cruise wie Japan Jacuzzis. Bring deine Bodyguards, fang eine Kugel und lande im Sack wie eine Mumie. 22 Kaliber Mumie. Boah, das war geil, Alter. Und lande im Sack wie eine Mumie. Ba, 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 ba. Schöne Flow-Changes. Deine Bodyguards, fang eine Kugel und lande im Sack wie eine Mumie. 22 Kaliber Mumie. Trage Armani und Gucci, die adlige Blutlinie ist das, wird Yisuki. Ich lade die Uzi wie Wladimir Putin. Boah. Im Magen ist Leere. Mich plagen Probleme. Schwarz ist die Seele, mein Stiefvater spritzte sich den Haar-Satan in die Vene. Er schlug meiner Mom in die Zähne. Ewig nur Tränen und Dramen. Ich spielte anstatt mit Lego oder Playmobil-Wagen mit Heroin-Nadeln. Als ich ihn das letzte Mal... Boah. Bro, sowas geht krass unter die Haut. Und das ist das, was ich meinte, dass es sich teilweise wie so eine Biografie auch anfühlt, einfach hier zuzuhören, so. Boah, wo er über seinen Stiefvater rappt, das ist schon heavy. Boah, das ist heavy. Ich spielte anstatt mit Lego oder Playmobil-Wagen mit Heroin-Nadeln, als ich ihn das letzte Mal sah. Vom Schnee benebelt und breit von dem Joint, sagt er, geh dein Weg alleine, mein Freund, denn jeder trägt sein eigenes Kreuz. Boah. Das ist heavy, das ist echt heavy, das geht direkt unter die Haut, Alter. Von dem Joint, sagt er, geh dein Weg alleine, mein Freund, denn jeder trägt sein eigenes Kreuz. Krokodil in den Adern, durchsieb dich mit AK, ich deale mit Satan. Doch bete zu Gott, wird mein Sohn niemals tief wie sein Vater. Ja, Mann, das fühl ich. Dein Sohn bleibt die, bis in die Kala Schnee durchsieht. Fuck la Police, ich frag mich, gibt es auch ein Paradies für dich? Heute verdiene ich mit Rap, trotzdem deale ich die Packs. Wolle auf Sakonje, Diebe im Gesetz. Aus Prinzip bin ich Verbrecher, ich durchsieb dich mit der Tag. Boah. Okay, ich find das ein bisschen creepy, diese alte russische Musikfreunde. Ich mach sie jetzt aus, okay? Friends, wir kommen zum kleinen, großen Mini-Fazit. Wieder mal ein schöner Track, sehr persönlich. Noch ein bisschen persönlicher als die anderen bis jetzt, würde ich sagen. Weil er einfach hier sehr viel über seine Kindheit geredet hat. Direkte Worte an seine Mom gerichtet hat. Und sowas ist schon...
ist schon mal next level so ein bisschen. Er hat zwar immer schon viel über seine Vergangenheit jetzt hier in den restlichen Tracks geredet, aber so krass persönlich hat sich das noch nicht angefühlt, wie bis jetzt. Deswegen der Track auch nicht ganz so musikalisch. Bis auf die Hook, da hat man schon gemerkt, dass in den Real Talk Passagen das ein bisschen ruhiger wurde, der Beat ein bisschen ruhiger wurde, die Stimme ein bisschen klarer wurde. Geil, Mann. Geil, Alter. Es ist echt so eine Mischung aus Gangsterleben oder Gangsterfilm plus Autobiografie von Sunny irgendwie. Viel, viel persönlicher Scheiß. Und da habe ich Bock drauf, Alter. Da habe ich Bock drauf, Friends, ja. Wir werden uns beim nächsten Mal, wie gesagt, Zlatan Ibrahimovic anhören. Und dann haben wir noch, ich weiß nicht wie viele, 10 Tracks vor uns oder so. Kann das sein? Oh, okay, noch einiges mehr. Ungefähr 15, 16 Tracks haben wir dann noch vor uns, Friends. Und ich kann euch noch nicht genau sagen, wann das nächste Video kommt, weil ich keine Versprechungen mehr machen möchte, die ich nicht einhalten kann. Gute Sache, finde ich auch. Das Geld auch noch oben da und ein Abo, wenn es euch gefallen haben sollte an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, meine lieben Freunde, ja. Falls ihr jetzt aber direkt denkt, Bro, ich möchte noch mehr sehen, gönnt euch hier direkt 2 Videos, die ich euch ehrenbruderhaft hier verlinkt habe, ja. Zum Ende grüße ich noch einmal die Ehrenleute Adidas 02 Nodeduras, Philipp, Easy und den netten Letten. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh wie immer und ciao.